Ja, Leute, wir kommen zurück zu Let's Play Technomage, die Rückkehr der Ewigkeit. What the fuck? Alle weg, alle weg. F9 und F5. Im letzten Part haben wir dieses Kranrätsel gemacht. Und haben das auch gelöst nach anfänglichen Schwierigkeiten. Hier ist eine Tür. Die ist zu. Schön. Wenn das klärt. Ich gehe mal hier einfach mal außen lang. Ich weiß gar nicht, ob ich das soll. Das ist mir aber jetzt egal. Wir müssen auf jeden Fall natürlich die Mitte. Und ich nehme an, das Wasser ist. Wenn das Wasser ist, ist zwar flach, aber ich glaube nicht, dass ich hier rein kann. Wäre doch irgendwie zu einfach. Kommst du her? Ein Hebel. Ach so. Den kommt noch hier an. F9. Hallo, da kommt's ja. Perfekto. Null Problemo, null Problemo. Oh, Problemo. Das ist ja dann doch eher semi-prächtig geklappt. Ein Versuch ist was wert. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt doch müsste eigentlich hinkommen. Wie das gerade ausgesehen hat. Jawohl. Und F9. Bleib stehen. Die bringt mich da drüben hin und kommt schon wieder. Mal. Die Tür ist jetzt auf. Jawohl. Moment. Hier war der Hakenraum. Ach, das ist die verschlossene Tür von hier hin. Warte mal. Hier müssten wir rausgekommen sein. Hier war, glaube ich, zu. Hier war zu. Dann sind wir hier durch, haben die beiden Hebel, sind da rein, haben das kaputt gemacht, das Rätsel gelöst und jetzt hier durch. Aha, verstehe. Ihr kleinen Scheiß-Pyromanen, mach mal Maul hier. Uiuiui. Wir haben auch nicht was mitgegeben. Testweise. Test fehlgeschlagen. So, war ich ja sowieso schon. Ich nehme einmal stark an, wir müssen nach unten. Hier lang. Könnt ihr schon. Aua. Aua, aua. Ruhe. So. Ach Leute, das ist eine Unterführung. Ein Metallhebel. Wir haben fertig, da würde ich mal sagen, auf jeden Fall Intelligenz für Zauber und sonst Stärke, würde ich mal sagen, ja. Ist hier noch was? Wir sind jetzt wieder in dem Raum hier. Weiß ich nicht, ich gehe mal wieder zurück. Denn wir haben jetzt hier den Hebel. Speichern mal kurz. Uiuiui. Oh, da habe ich mich verschätzt.
dich. Komm runter. Okay. Okay. F9, da sind wir jetzt drüber. Ja, zum Glück ist das, glaube ich, doch nicht ganz so kompliziert, wie ich befürchtet hätte. Einfach jetzt nur die Räume einzeln abgehen. Da ist die Tür, die ist zu. Nicht mehr zu, nicht mehr zu, nicht mehr zu. Nicht mehr zu, nicht mehr. Schnauze. Oh, Tür auf. Dann F9 zum Speichern. Ist hier irgendwas? Ne, sieht nicht mehr aus. Ist hier denn irgendwas? Na, sie. Okay, das nächste Rätsel und die nächsten Gegner. Aber. Ach, halt mal auf, jetzt hier kommt sowieso nicht gegen mich an. So. Ein Bohrer und eine riesige Energiesphäre, kann das sein? Bohrer? Ne, noch ein Bohrer? Tür. Ja, nervt nicht. Ich nehme mal an, hier muss Bohrer hin. Preisfrage, wie kriege ich den Bohrer hierher? Kristallwand, Kristallwand, die ist hier hinten. Und der Bohrer ist davor. Oh. Aber die kriege ich, glaube ich, nicht kaputt. Nö, nicht so. Jetzt nicht ganz, was dieses Ding von mir will, aber damit ist was. Wie habe ich das jetzt hingekriegt? Ja, schnell speichern wir. Ja, seht ihr, gut, dass ich das so oft mache. Wie habe ich das jetzt hingekriegt? Ich glaube, das war gerade ein Bug. Kann das sein? What the fuck? Ich sehe da nix. Schnell. Oh lol. Hä? Maschinenpark, ja toll. Wie benutze ich den jetzt? Die sehen alle irgendwie, also die meisten sehen kaputt aus. Tür. Hier geht's wohl gleich weiter. Könnte ich mir vorstellen. Wenn ich dann wüsste, wie es weitergeht. Okay, ich bin gerade ehrlich gesagt zu doof. Hä? Hab ich da drüben was übersehen? Kann eigentlich nicht sein. Guck trotzdem nochmal. Nee. Nee. Was denn nun?
Kann ich irgendwas machen? Passiert nichts. Die sind ja, ach, die sind ja noch da. Hier ist nix. Wie komme ich jetzt hier weiter? Hä? Aber Spaß, ich guck mal jetzt eine Komplettlösung, weil ich sehe irgendwie Tür, aber ich komme da nicht durch. Ich muss mal kurz gucken. Kannst du eigentlich so nichts anfangen? Also gehst du links in die Ecke durch eine Tür, die sich öffnen lässt. Hier lässt sich nichts öffnen. Bin ich jetzt doof? Okay. Ich. Ich bin verwirrt. Ich glaube, die meinen, ich kann hier durch, aber ich kann hier nicht durch. Ich weiß zumindest nicht, wie. Okay, ich glaube, das Spiel hat sich gerade bei mir irgendwie verbuggt, weil ich lade nochmal neu. Laden. Ja. Mache ich jetzt die Dinger hier fertig. So ist nochmal. Aha. Verstehe ich nicht, warum sie sich jetzt nicht geöffnet hat. Immer links lang. Da gehe ich jetzt nicht lang. Aua. Hätte ich vielleicht merken sollen. Mach mal du kaputt, während ich mich hier mal rechts umschaue. Da ist irgendwas. Wahrscheinlich komme ich hier nicht mehr zurück. Ja, hier gucke ich mich mal um kurz. Was steht denn hier? Hier wird die Borke Nummer 1, 2 wieder in ihre Ausgangsposition. Alles klar. Dann machen wir das doch. Da. Aua, au, aua. Was ist das? Hier ist wieder ein Hebel. Abschnitt A, das ist Hebel Nummer 1, der den Burgkäfer Nummer 1 steuert. Warte mal. Das ist Hebel Nummer 1. Was war das jetzt hier?
Der hat doch auch Nummer 1 gesteuert, oder nicht? Diese Hilfe versetzt den Borki von Nummer 1 und 2 wieder an ihre Ausgangsposition. Ich glaube, ich bewege jetzt mal Hebel Nummer 1 hier. Was macht der? 1 steuert. Okay, aktiviert. Ich gehe mal weiter. In der Hoffnung, dass es richtig ist, kann ich hier noch irgendwo hin. Ja, geh weiter. Aua. Oh, das ist nicht gut. Bin ich jetzt hier? Ich glaube, ich gehe falsch. Ich muss den Part hier wieder beenden. Kann ich den nochmal? Ich versuche nochmal irgendwie zu resetten. Geht das? Dem runter. Das Hebel Nummer 1, den muss ich wahrscheinlich als erstes tätigen. Betätigt oder nicht? Weiß ich nicht, egal. Aber wahrscheinlich nicht egal. Ne, warte mal. So, wir sind auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich mache das, glaube ich, mal von vorne. Ich habe nämlich, muss ich leider gestehen, ein kleines Schrittchen drüber gelesen, weil ich gucken wollte, ob das Richtige ist. Und da stand, ich muss links halten. Das glaube ich, irgendwie was verpennt durch zwei Ventilatoren. Ich mache da noch vorne. Und jetzt dann aber auch wieder, mehr habe ich nicht gelesen. Ich habe schon gesagt, tschüss, bis zum nächsten Mal.